Corona ist ziemlich Mist. Wenn ich mich hier umdrehe, das Gemeindehaus angucke, was für Leben ist da vor einem Jahr noch gewesen und jetzt überhaupt nichts mehr. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen ich beerdigt habe, die ganz alleine gestorben sind und wirklich dann nur noch im kleinsten Kreis, manchmal von 5 Leuten nur, beerdigt werden konnten. Fürchterlich. Dagegen habe ich und haben wir als Gemeinde versucht, Hoffnungszeichen zu setzen. So haben unsere Kinder aus dem Kindergarten bunte Bilder gemalt und sind damit zum Seniorenheim gegangen und haben die dort abgegeben mit lieben Grüßen. Eine große Freude, genauso wie der Posaunenchor, der dann davor stand und Lieder geblasen hat. Und drinnen haben alle mitsingen können. Das war so richtig Sonnenschein in die Herzen bringen. Corona ist nichts für Feiglinge, aber die Hoffnung aufgeben ist keine Option.